Ich habe mich gefragt im Bachelor, wie kann man Webseiten für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung, also mit geistiger Behinderung, barrierefrei machen? Wie kann man das möglichst zugänglich gestalten? Und habe da mich auf Suchmasken und Filter fokussiert als UX-Element und geschaut, wie man dieses Element möglichst barrierefrei bekommt. Habe mit 18 Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung getestet und geguckt, wie die Webseiten genutzt werden. Und das ist auch deshalb wichtig, weil es dazu aktuell fast keine Forschung gibt. Man weiß nicht so richtig, wie man für Menschen mit sozusagen geistiger Behinderung Webseiten barrierefrei machen kann. Es gibt ja die Barrierefreiheitsrichtlinien und ob die abgedeckt werden schon für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung, das ist nicht bekannt und es fehlen auch Studien dazu. Das heißt, deswegen das Thema und deswegen auch die folgende Gestaltung. Schaurein inklusiv ist das. Eine Webseite, die versucht, das Problem zu lösen, dass Menschen mit Beeinträchtigungen generell bei Bewerbungen häufig wegen ihrer Behinderung abgelehnt werden. Hier kann man Praktikumsplätze finden, als Mensch mit Beeinträchtigung, selbstständig, auch als Mensch mit kognitiver Beeinträchtigung soll man die Seite selbst nutzen können, selbst Praktika auswählen und finden können und Praktika bei Firmen, die offen sind für Menschen mit Beeinträchtigungen. Schauen wir doch gleich mal rein, wie die Webseite gestaltet ist. Und zwar gibt es eine Suchmaske hier natürlich und ein Suchfeld, was als Omni-Search sozusagen mehrere Suchkriterien in einem Feld bündelt, wie zum Beispiel Ort und Beruf. Es gibt die Möglichkeit, hier auch die Suchanfrage reinzusprechen, eine Diktierfunktion, die wichtig ist für Menschen, die nicht lesen können. Das heißt, viele Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung können nicht oder schlecht lesen und wenn sie reinsprechen können, dann müssen sie es nicht schreiben. Auch Menschen, die zum Beispiel nutzen das, die eine bessere Rechtschreibung dann haben beim Reinsprechen statt dem Reintippen. Außerdem gibt es hier eine Schnellsuche, das heißt, hier gibt es schon vorgeschlagene Berufsgruppen, wo man auch hier filtern kann. Die ist deshalb gestaltet, weil ein Select für die Testpersonen schwerer nutzbar war als jetzt solche einfachen Suchbuttons. Außerdem gibt es keinen Suchen-Button. Und wenn man sozusagen eingibt seine Suchanfrage, dann wird live gesucht, weil im Testing auch der Suchen-Button eine Hürde dargestellt hat. Das heißt, man hat eingetragen und hat geschaut, wo sind die Ergebnisse, aber noch nicht auf Suchen geklickt. Und wenn man schon live sucht, dann hat man die Hürde des Suchen-Buttons nicht mehr. Wenn man aber noch gar nicht sucht, hat man auch hier schon Suchergebnisse, beziehungsweise alle Praktika, die man sich anschauen kann, sich inspirieren lassen kann und kann sich hier auch durch anschauen, was gibt's, hat die Möglichkeit, auch hier sich ein Praktikum gleich schon zu merken. Das ist deshalb wichtig, auf der Startseite auch schon, weil damit zum Beispiel Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung auch selbstbestimmt sagen können, wo sie gerne arbeiten wollen. Das heißt, damit auch gar nicht mehr nutzen müssen als die Startseite und nur da auf Merken drücken, wo es ihnen gefällt, wo ihnen vielleicht auch das Bild gefällt und dann können sie auch selbstbestimmter als bisher aktuell in Einrichtungen möglich sagen, wo sie sich auf dem ersten Arbeitsmarkt bewerben. Wenn man jetzt aber zum Beispiel in der Einrichtung ist, in Leipzig und sucht nach Leipzig, dann kann man natürlich auch gleich schon filtern, was in Frage kommt und das seinem betreuenden Person auch dann zeigen. Dann kann man da auch gleich schon durchgehen zum Beispiel, was relevant ist und dann drückt eben die Person da aufs Herz, wo es gefällt. Man kann hier jetzt zum Beispiel die Schnellsuche nutzen, so sieht das aus, wenn man das tut. Und wenn man jetzt mal auf ein Suchergebnis geht, dann sieht man, dass auch auf der Detailseite wieder Bilder verwendet werden. Bilder sind deshalb wichtig, gerade wenn man schlecht oder nicht lesen kann, dann kann man sich da orientieren dran. Und man hat außerdem die Möglichkeit, auch hier sich wieder das Praktikum zu merken. Das heißt,
auch hier wieder natürlich selbstbestimmt einen, ja, sagen zu können, wo man arbeiten möchte. Man kann sich hier gleich bewerben. Es gibt hier auch die Möglichkeit, sich die wichtigsten Informationen auf den ersten Blick anzuschauen, wenn wir gleich nach unten scrollen. Und auch eine Beschreibung in leichter Sprache, mehr Informationen zum Unternehmen und Kontaktpersonen auch für die Person wichtig, weil man natürlich auch individuell vielleicht absprechen möchte, was wie gebraucht wird, was wie geht. Mehr Praktikumsplätze kann man sich hier auch anschauen. Es gibt ein Newsletter über die neuesten Praktika. Wenn man vielleicht noch nicht das Richtige gefunden hat, dann kann man sich informieren lassen, was es noch gibt. Und jetzt ging es ganz schnell. Hier das Vorlesen. Beim Testing haben sich einige Hilfen rauskristallisiert, die es braucht für Menschen mit sozusagen geistiger Behinderung. Und das Vorlesen ist die wichtigste. Wie gesagt, es gibt da viele Personen, die schwer oder nicht lesen können, auch in Deutschland. Generell gibt es 7 Millionen ungefähr Menschen mit Analphabetismus. Das heißt, es ist auch etwas, was einfach existiert. Und um da Abhilfe zu schaffen, ist das Vorlesen wichtig. Hier ist das Vorlesen auch auf der Webseite by default aktiv, weil, also wenn man raufkommt, liest es schon vor, weil die Testpersonen, die nicht lesen konnten, auch nicht selbst aktivieren können, dass das Vorlesen aktiviert wird. Das heißt, wenn man nicht lesen kann, dass da Vorlesen steht, ich weiß auch gar nicht, ob ihr es auf die Entfernung lesen könnt, aber zumindest, wenn man auch als Person, die dies nutzt, nicht lesen kann, dass da Vorlesen steht, dann wird man auch nicht raufklicken, weil das Icon mit dem Lautsprecher nicht reicht, um zu wissen, da liest es vor. Dann ist eher unterstützend, aber jetzt nicht allein nicht die Information, die reicht. Ansonsten liest dieses Vorlesen unter der Maus vor on Hover, damit es gezielt auch vorgelesen wird. Es gibt häufig bei Vorlesefunktionen der Reihe nach ein Vorlesen, wo man von oben anfängt und ganz, ganz viele Informationen dann bekommt, die aber viel zu viel sind, auch schon für Menschen ohne Beeinträchtigung. Und um das zu bündeln, um nur das Wichtigste zu zeigen, was wirklich gebraucht wird, deswegen ist es on Hover. Und da es mobil kein Hover gibt, habe ich hier ein innovatives Vorlese-Widget gestaltet, mobil und getestet. Das heißt, hier kann man mit dem Lautsprecher mobil auch den bewegen. Wenn das Vorlesen aktiviert wird, wird angesagt, unter dem Lautsprecher wird gelesen, bewege den Lautsprecher über die Texte. Und damit konnten die Testpersonen auch selbstständig das Vorlesen bedienen und die, die es nicht wollten, haben es auch selbstständig ausschalten können. Das heißt, auch wenn es bei Default an ist, kann man es selbstständig ausschalten. Außerdem, wenn man auf der Webseite ist, irgendwo und weiß nicht, was da jetzt gerade ja, sich vor einem befindet, dann kann man auch die Hilfe auswählen. Und zwar, jetzt sind wir irgendwo und wählen die Hilfe aus. Hier gibt es ein Overlay für eine Erklärung für die Elemente, die man sieht. Ich habe zuerst im Testing eine Schritt-für-Schritt-Hilfe gehabt, weil ich dachte, dann erklärt man die erste Funktion der Website, drückt auf Weiter, zweite Funktion, Weiter und die hat gar nichts gebracht, weil man sich merken muss, bei Schritt-für-Schritt, was man später wieder anwenden muss. Hier nicht. Hier gibt es direkt an dem Ort, wo man gerade sich befindet, auf allen Unterseiten die Möglichkeit, Hilfe anzuklicken und dann ist an der Stelle direkt auch die Erklärung. Außerdem wurde sich gewünscht, dass man individuelle Fragen stellen kann. Das heißt, deshalb gibt es auch hier noch einen KI-Chatbot. Die neuen Entwicklungen haben auch nicht Halt gemacht vor der Webseite. Das heißt, hier kann man auch in leichter Sprache wieder Fragen stellen und darauf sozusagen eintippen jetzt in dem Fall. Und dann würde die Suchergebnisse könnten zum Beispiel auch hiermit getriggert werden mit dem Chatbot. Jetzt fragt man sich aber sicher, wo kommen denn die ganzen Praktika her, die da drauf sind? Und Schaurein inklusiv, die Gestaltung von mir, ist konzipiert zusammen mit Schaurein. Schaurein ist die größte Berufsinitiative in Sachsen vom Sächsischen Kultusministerium und da sind Praktika angeboten für Schülerinnen und Schüler zwischen der 7. und 13. Klasse und konzipiert ist Schaurein inklusiv so, dass wenn man auch auf Schaurein, also auf dieser aktuellen Seite schon ein Praktikum registriert als Firma, soll man anhaken können, ich will das Praktikum auch zusätzlich Menschen mit Beeinträchtigungen vorschlagen. Das heißt, dadurch wird auch Kontakt aufgebaut, dadurch können Firmen auch Kontakt einfach aufnehmen, niederschwellig
zu Menschen mit Beeinträchtigungen. Und wenn es angehakt wird, erscheint es auf der Seite. Das heißt, so kommt es rauf. Und mit etwas Glück können wir es auch umsetzen, beziehungsweise wir wollen es zumindest vorschlagen, dem sächsischen Staatsministerium für Kultus von meinem Arbeitgeber aus und hoffen, dass es klappt, dass vielleicht auch das live gehen kann. Das heißt, auch man als Mensch mit Beeinträchtigung in Sachsen erstmal als Anfang schneller an Praktika kommt. Ich habe aber nicht nur gestaltet, sondern habe auch mit den Menschen gearbeitet und geschaut. Zum Beispiel, werden leichte Spracheseiten gefunden? Können die selbst auch aufgerufen werden, wenn man auf der Startseite zum Beispiel hier von bundesregierung.de ist? Ich habe mit 5 Testpersonen geschaut, ob die leichte Spracheseite von der Startseite aus von bundesregierung.de finden. Leichte Spracheseiten noch zur Erklärung sind Webseiten, da hat man auch einfacher, in einfachen Worten, mit auch einfacher Gestaltung Webseiten für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung. Und meine Frage sozusagen, finden die Personen das überhaupt? Und auf bundesregierung.de sieht man schon da den Ausschnitt mit der Maus, da ist ein Icon für leichte Sprache da unter der Maus. Und von 5 Testpersonen hat keine Testperson es geschafft, die leichte Spracheseite selbstständig zu öffnen, weil das Icon für leichte Sprache, was grundsätzlich verwendet werden soll, auch nicht erkannt wurde. Es wurde als Icon für mehr Informationen gelesen, aber nicht, dass man da selbst einfache Informationen bekommt. Und in dem Fall ist auch kein Label neben dem Icon. Das heißt, mein Vorschlag wäre auch, dass wenn man daneben schreibt, wenn man das Icon schon nicht erkennt, leichte Sprache, dass man dann zumindest auch eher weiß, dass es leichte Sprache. Und außerdem wäre mein Vorschlag auch, dass man auf der Startseite einen Teaser zusätzlich hat, wo man nochmal auf die leichte Spracheseite hinweist. Aber damit Personen mit kognitiver Beeinträchtigung auch die leichte Spracheseite finden, habe ich auch sie überhaupt dann im nächsten Testing gefragt, kennen sie leichte Sprache? Beziehungsweise im ersten Testing kam raus, einige Testpersonen haben mich gefragt, was heißt leichte Sprache überhaupt? Und mit 9 Personen habe ich die Frage gestellt, was heißt leichte Sprache? Und wenn das nicht beantwortet werden konnte, habe ich nachgehakt mit, kennst du leichte Sprache? Und von 9 Personen haben 7 Personen nicht gewusst, was leichte Sprache ist. Also das Konzept ist generell auch unbekannt. Und wenn man nicht weiß, was leichte Sprache ist und das Konzept nicht kennt, kann man auch nicht auf Seiten oder wird man auch nicht auf Seiten klicken, wo leichte Sprache steht, auch wenn es für einen selbst gemacht ist. Deshalb erstmal mein Vorschlag, dass man in die H1, in die Überschrift oben, auch Formulierungen mit reinnimmt, wie einfach erklärt und auch in den Teaser, wenn man es auf der Startseite ankündigt, einfach erklärt oder ähnliches, damit man auch sich herleiten kann, dass es da einfacher wird und vielleicht für einen als Mensch mit kognitiver Beeinträchtigung ist. Und ansonsten ist natürlich auch die Verantwortung bei Schulen oder auch betreuenden Einrichtungen, die zum Beispiel Druckprodukte, die sie auch in leichter Sprache schreiben, beschriften müssen mit leichter Sprache, damit auch die Menschen, die mit kognitiver Beeinträchtigung leben, auch damit konfrontiert sind im Alltag, weil das rauskam, dass sie vielleicht gar nicht so viele Kontaktpunkte zu der leichten Sprache haben, weil zum Beispiel Druckprodukte nicht beschriftet sind mit leichter Sprache, die aber eigentlich in leichter Sprache geschrieben sind. Und die ganzen Ergebnisse, die sind auch zusammengefasst hier, wenn man eine Webseite gestaltet, auch zusätzlich zu den Barrierefreiheitsrichtlinien noch Informationen haben möchte, was kann man tun für Menschen mit sozusagen geistiger Behinderung, dann kann man hier den QR-Code scannen, ich hoffe es funktioniert, und dann hat man hier nochmal gebündelt, live, online, die Ergebnisse, was man beachten kann. Ja, wenn ihr scannen wollt, dann halte ich noch ein bisschen die Folie, sonst gehe ich auch weiter, aber man findet zum Beispiel auch an meinem Stand ist auch ein QR-Code zu den Ergebnissen. Das heißt, im Kapuziner hat man auch nochmal einen Prototyp, da kann man rüberfahren. Wenn es jetzt zu schnell ist, dann zumindest findet man es online auf der Seite meines Arbeitgebers auch die Ergebnisse. Mein Appell ist, barrierefreie Webseiten auch oder Webseiten auch barrierefrei zu gestalten für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung. Natürlich, damit Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung überhaupt erst einen Zugang haben, überhaupt Webseiten erst nutzen können, aber auch damit wir es alle einfacher haben,
Niemand möchte im Web, auch ohne Beeinträchtigung, möchte im Web drüber nachdenken, worauf man klicken muss. Und der einfachste Weg, die Usability für alle Menschen zu verbessern, ist, Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung mit in User-Testings flächendeckend aufzunehmen. Vielen Dank, Justus. Ich finde das Thema sehr spannend und auch als Designerin sehr spannend, darüber zu hören und da noch mehr Infos zu kriegen, was vielleicht auch vielleicht ein Teil von Designstudium werden sollte in Zukunft. Ich habe mich jetzt gefragt, in welchem Stadium gerade das Projekt ist. Also was muss passieren, dass es live geht? Es muss finanziert werden. Okay. Also wir wollen das dem Kultusministerium in Sachsen vorschlagen. Und wenn die sagen, es könnte so umgesetzt werden, dann wäre das möglich. Das heißt, wir als Anstalt Neue Medien, mein Ausbildungsbetrieb, wir machen ja auch diese Ursprungsseite Schau rein, dieses Ursprungsprojekt, und damit ist es auch technisch kompatibel zu Schau rein inklusiv. Das heißt, da habe ich auch ja, mit der Firma am Rücksprach gehalten, auch mit den ProgrammiererInnen bei uns, dass das auch ineinander greift, die Praktikumsergebnisse auch übernommen werden können, wenn man zum Beispiel anhakt, dass sie übernommen werden sollen. Das heißt, das wäre möglich, und da muss man nur noch sagen, dann man will es, und man will sozusagen auch ja, für Menschen mit Beeinträchtigung generell, auch für blinde Menschen, die abgelehnt werden bei Bewerbungen häufiger, oder auch Menschen im Rollstuhl, die häufiger abgelehnt werden wegen Beeinträchtigung, will man die Situation verbessern für die Arbeit auf dem ersten Arbeitsmarkt. Und das wäre natürlich ja, das Ziel damit, und ob es umgesetzt wird, entscheiden dann natürlich die es Geld geben. Ja, also es wäre auf jeden Fall toll. Du hast ja auch viel von den Testings gesprochen und dass ja deine Webseite auch durch die Testings erst so ihre Form bekommen hat. Hast du das finale Design auch schon getestet oder gab es da irgendwie Rückmeldungen? Ich habe zuerst meinen ersten Entwurf getestet, habe dann eingearbeitet das Feedback oder die sozusagen Usability-Testing-Ergebnisse, habe dann einen zweiten Entwurf getestet, das eingearbeitet und den dritten Entwurf daraus gestaltet. Das heißt, den finalen Entwurf, der ist nicht getestet, aber der Vorgänger und die Vorgänger daraus, um möglichst den finalen Entwurf zu entwickeln. Okay. Willst du in Zukunft auch was sowas in die Richtung machen? Mit Usability und ja. Es begeistert mich natürlich total und ist ein Thema, was ja auch wichtig ist mit Barrierefreiheit. Und ich bin ja auch ganz begeistert von 3D. Ich kann mir vorstellen, das vielleicht auch zu verbinden mit Barrierefreiheit, gerade 3D-Interfaces für VR zum Beispiel oder auch generell das noch mit zu integrieren in die Arbeit mit 3D. Also auf jeden Fall, vor allem, weil natürlich die Arbeit am Menschen und mit Personen und direkt für Menschen auch was Schönes ist. Ne? Also ja, schon. Ja, sehr schön. Danke. Gibt es aus dem Publikum denn noch Fragen? Dann. Vielen Dank, Justus. Und ja.